Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Okay. Na gut, solange wir mit dem Mist was anfangen können, ist das doch alles ganz in Ordnung. Ja, ich werde jetzt häufiger mal die Aufnahmen unterbrechen, weil das von gestern Abend, das war mir wirklich ein Lehrer. Also ich, das war echt... Echt? Kein Witz, oder? Ja, sieht zumindest sehr, sehr tief aus. Ja, also weil das ist scheiße, wenn du zwei Stunden aufnimmst und zwei Stunden sind komplett kaputt, dann macht das relativ wenig Spaß. So, hier steht rein zufällig ein explosives Fass. Warum auch immer. Ja gut, das nutzen wir zu unserem Vorteil. Ich habe nur über... Ich hatte mit der Steuerung gestern Abend schon Probleme. Ja, die ist halt sehr empfindlich. Ich will mal gerade was nachschauen. Ich habe mich damals... Ja, also, die Empfindlichkeit war ursprünglich nämlich voll. Das ist die Katastrophe. Also sowohl beim Laufen als auch beim Zielen. Deshalb habe ich das jetzt so eingestellt. Weil ich beim Zielen ja schon noch so ein bisschen Tempo haben möchte in der Steuerung. Kann teilweise einem das Leben retten. Ja. Aber die Steuerung ist echt sehr empfindlich. Also das ist, wenn man das mit Assassin's Creed vergleicht, das sind Welten. Wirklich. Assassin's Creed ist von der Steuerung viel ausgreifender, finde ich persönlich. Meine persönliche Meinung. Was? So, Dreieck triggern. Und das hier aufzumachen. Aber der Nate ist schwach. Lass mich mal. Na, mach du das. Komm. Die Sprachausgabe von dem Spiel finde ich übrigens auch absolut Hammer. Also ich finde das... So von der technischen Seite ist das Spiel natürlich... Also es hat, wie gesagt, einfach Maßstäbe gesetzt. Machen wir. Wir haben hier so einen schönen Wagen. Der steht hier rein zufällig. Den nehmen wir gerade. Also, wie gesagt, die Synchronisation, die Grafik okay, damals natürlich. Das müsste halten. Das ist natürlich also ach, einfach der Wahnsinn ich. Gewesen. Das war so. Mir etwas zu knapp. Ja, das war schon ein bisschen knapp. Gibt's hier eine Hintertür, was? L2? Moment, ah. Das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? So kann's gehen im Leben. Kann man Select eigentlich immer? Mich vielleicht mal probieren. Ich habe heute wieder so einen gemeinen Frosch im Hals, das ist echt ätzend. So, also gestern Abend bin ich hier ziemlich ratlos irgendwie wegräumen. Ziemlich ratlos rumgelaufen. Jetzt weiß ich aber schon, was wir machen müssen. Wir müssen nämlich hier diese brennenden Lampen unterschießen. Ja, deswegen finde ich es halt sehr, sehr schade, dass, cool. Ja, dass gestern Abend nichts geworden ist. Weil, ja, diese Überraschungsmomente sind einfach weg. Das ist echt wirklich sehr, sehr bedauerlich. Jetzt? Jo, jetzt gehen wir da runter. Hier bin ich übrigens gestern auch gestorben. nee. Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Also mit X springen wir ja hoch. Oder nach links oder nach rechts, je nachdem. Und mit Kreis lassen wir uns auf die nächste Ebene fallen. Oh nein! Also was das betrifft, da ist die Steuerung wirklich... Da finde ich die Steuerung hier besser als bei Assassin's Creed. Weil da muss man nicht so genau zielen. Da... Weiß ich nicht, man drückt nach rechts und man, der springt automatisch nach oben oder unten, je nachdem, was gerade relevant ist. Von daher ist das hier schon ein bisschen besser. Also, ja, die Steuerung hat ihre Vor- und Nachteile. So, hier müssen wir auch irgendwas kaputt. Ja, rein zufällig liegen hier wieder Fässer rum. So. Wow. Klar, auf der einen Seite sind diese ganzen Überraschungsmomente weg. Auf der anderen Seite ist es einfach so, ja, ich komme ein bisschen schneller voran, weil ich einfach weiß, was ich machen muss. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schade. Es wäre so oder so kein Blindspiel gewesen, weil ich habe es damals, habe ich ja schon erwähnt, ich habe es ja platiniert damals, ich habe es wirklich durchgesuchtet. Das ist so, ich sag mal, 5 Jahre her ungefähr, wo ich mich dran getraut habe und ich habe es einfach, wie gesagt, einfach nur verschlungen, das Spiel, weil es einfach nur genial war. Die Nachfolge übrigens auch, habe ich auch an einem Stück immer platiniert, immer so von einer Woche. Ich glaube, den dritten Teil sogar innerhalb von 3 Tagen. Das war einfach Wahnsinn, wie ich das durchgesuchtet habe, das Spiel. Ja. Das
ist einfach nur genial. Also es macht auch immer noch richtig Bock. Und ich finde es von der Grafik nach wie vor nicht schlecht. Ich muss dazu sagen, ich bin kein PS4-Spieler. Das ist auch übrigens, habe ich es erwähnt gehabt? Weiß gar nicht. Das ist die PS3-Version und nicht die PS4-Version. Ich weiß nicht was. Liegt zum einen daran, dass ich ein Nostalgiker bin und zum anderen daran, dass ich kein PS4 habe. Das sind so die Gründe. So. Hi, die Zeichen kenne ich doch. Wenn man Select drückt, weil in diese Einbindung kommt, kommt das Tagebuch vom Sir Drake. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Und auch da habe ich gestern Abend was verkackt. Ich habe nämlich, ihr seht ja diese, die Nummerierung, 1, 2, 3, 4. Und ich habe irgendwie von links oben, dann links unten, dann rechts unten, rechts oben gelesen. Aber links unten kommt nach rechts unten. Ich habe die 2 und 3 irgendwie nicht drauf geachtet gestern Abend. Ja, also wir müssen jetzt diese Symbole irgendwie... Was mit diesen Symbolen machen? Hier unten ist nichts. Aber wir sehen, dass wir hier hoch können. So, und dann... Aha, hier sind solche Tafeln. Und wenn man dann mal näher ranguckt, sieht man, okay, Symbole. So, das Symbol schauen wir uns gerade mal an. Ja. Das ist nicht das erste. So, hier können wir rüber. Muss ich gerade selbst nochmal gucken, das ist auch nicht. Guck mal, geht das so? Weiß ich gar nicht, gestern Abend. Ah, es geht, okay, das ist gut. Okay, alles klar, das ist Nummer 1. Hey, da passiert was! Da fallen nämlich Säulen aus dem Boden, ja. So, wir hangen uns mal hier rüber. Man kann es ein bisschen beschleunigen, indem man X drückt, aber ist das nicht so vonnöten? Nochmal kurz gucken. Das ist dieses Symbol. Das ist die Nummer 3. Also. Geht das hier auch? Ah, geht auch, okay. Gut. Ist mir nämlich gestern Abend nicht gelungen. So, das müsste dann dieses Symbol sein. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt eigentlich wieder hier rüber, würde ich sagen. Nummer 3. Also dieses Spiel ist natürlich sehr rätsellastig. Man kann das Spiel wirklich vergleichen. Und deswegen hat es mich damals ein bisschen abgeschreckt mit Tomb Raider. Weil ich habe damals gedacht, hörst du einen Tomb Raider Abklatsch und nee, will ich nicht spielen. Bis ich mich dann doch dran getraut habe und das Spiel einfach nur angefangen habe zu lieben. Ja, also es ist, ich denke, wir sind uns alle einig, dass es besser ist als Tomb Raider. Klar, ist subjektiv, natürlich gibt es Leute, die Tomb Raider besser finden, aber das ist einfach, ich finde es einfach flüssiger, dieses Spiel. Sehr, sehr actionlastig, also du hast die ganze Zeit Action. Sei es jetzt in solchen... Ganz schön tief. So Sprungpassagen. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Rätselpassagen, sofern man die als Action deuten möchte. Ich sag mal, es passiert auf jeden Fall was in diesem Moment dann. Ja, und auch Schießereien. Haben wir schon eine kleine erlebt? Wo ist denn hier das... Ach da, okay. Alles klar. Gut. Hey, pass gut auf da unten. Okay. Runterspringen machen wir lieber nicht. Das ist ein bisschen tief. Ja, manchmal bröckeln so Dinge wie jetzt von der Wand ab. Da muss man halt ziemlich schnell sein. Auch da habe ich gestern, also jetzt nicht da, aber an einer Stelle bin ich gestern gestorben, deswegen. Also, wenn ich das jetzt gestern nicht gespielt hätte, also ich wüsste jetzt nicht wirklich, was ich machen sollte, weil, oder anders formuliert, ich wusste es gestern Abend nicht. Wie gesagt, es ist ungefähr 5 Jahre her. Ein paar Sachen, an die habe ich mich erinnert. Aber ans meiste nicht. Und die Sachen, an die ich mich erinnere, das war schon bei Assassin's Creed so, also in dem Spiel, was ich zuvor Let's Played habe, das ist meistens ein schlechtes Zeichen, wenn ich mich mal so erinnere. Schwimmen! Es gibt Schlimmeres! Jo, deswegen machen wir jetzt mit Anlauf. Kopf schön gegen die Wand geknallt, ist auch schön.
So, okay. So ist hier nichts, oder? Ist hier irgendwas? Na, weiß nicht, ob da irgendwas drin ist vielleicht. Also er kann auf jeden Fall schwimmen, das ist gut. Der alte Ir konnte nicht schwimmen, das war nicht so gut. Auf jeden Fall schon eine Steigerung um 100%. So. Jetzt bin ich nass. Ja, für die Leute, die mich noch nicht kennen, oder jetzt gerade zu mir stoßen. Hallo erstmal. Ja, es ist mein drittes Let's Play. Ich bin also noch ein Let's Play Novize, kann man sagen. Dem noch ein paar Fehler unterlaufen, so wie das gestern Abend zum Beispiel. Ja, mein erstes Let's Play war Resident Evil Code Veronica X. Mein zweites war Assassin's Creed, alles PS3-Spiele. Also ich bin so ein kleiner Sony-Fan. Das Spiel ist übrigens auch von Sony. Ein Entwicklerstudio ist Naughty Dog, aber der Herausgeber ist Sony gewesen. Und das steht ja, normalerweise steht es ja für Qualität. Weil zum Beispiel God of War ist ja auch von Sony und wenn Sony Spiele rausbringt. Ich bin jetzt drüben! Dann. Das war knapp. Dann weiß man eigentlich, dass es gute Spiele sind. So, okay. Dann. Wieder Fässer, die einfach so da liegen. Die hat der Drake da hingebracht vor 500 Jahren. Hallo. Nicht schlecht. Ich finde dieses auf die Stelle springen so geil einfach. So dumm aussieht in den Spielen. Bei Red Dead Redemption zum Beispiel. Das sieht so bescheuert aus, wenn der einfach so springt. Naja, mache ich auch in der Freizeit manchmal. So, ja, ich gehe nach rechts. Komm. Ich nehme den hier. Ja, mach ruhig. Vielleicht mit Leben. Simultan oder? Hallo? Na, so halbwegs simultan. Ich bin, glaube ich, ein bisschen schneller, oder? Okay. So. Ah, sieht sicher aus. Oh ja, sieht sehr vertrauenserweckend aus, ja. Doch. Also. Ah. Uh-oh, here we go. Ja, finde ich die Steuerung, da war noch was. Hüpp. Nein. Gott. Ich hab doch getötet. Okay, also hier bin ich gestern nicht gestorben. Also ihr seht, man lernt nie aus. Okay, also nochmal. Vielleicht ist jetzt sicherer, vielleicht jetzt passiert jetzt nichts. Wow. Wow. Okay. Hüpp. Jetzt soll ich ein bisschen früher extrem. Vielleicht 11. Ah. Aha. Ja, wie ihr seht. Ich hab's geschafft. Nichts passiert. Also wie ihr seht, war das geplant irgendwie von dieser Einrichtung hier. Da stellt sich mir die Frage, ist es auch bei Spielen wie Tomb Raider zum Beispiel so, oder bei Spielen, wo es einfach so Rätsel gibt, wer... Das will ich danach auch hoffen. Wer hat bitte vor hunderten von Jahren solche Rätsel oder Fallen konstruiert? Wer macht sowas? Weiß nicht. Warum? Also warum ist klar, aber wie? Boah, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine riesen Goldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. Eldorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Ups, sorry. Also man merkt schon, der Drake, also der Nate, der macht diese ganze Schatzsuche-Geschichte aus Leidenschaft. Gut, wahrscheinlich auch, weil ein bisschen was übrig bleibt, an finanziellen Mitteln. Aber hauptsächlich Leidenschaft. Und der Sully, der will einfach nur, der braucht einfach nur Geld. Also unterschiedliche Beweggründe, aber trotzdem verbindet die beiden anscheinend eine tiefe Freundschaft. Ah, hier hören sie auf. Sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt?
Jetzt gehen wir weiter und suchen die Statue. Das war wieder ein schönes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Dinge ausgesprochen werden. Die beiden sagen Statue und ich sage zum Beispiel Statue. Wie sagt ihr es? Ich finde das echt faszinierend. Hörst du das? Ja, klingt so ein bisschen nach einem Wasserfall. Sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Schon genial, oder? Das ist richtig genial. Wenn man sieht, wie weit es hier runter... Gut, so weit geht es gar nicht runter. Aber schon ein geiler Anblick, echt. Also gut. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Also prinzipiell hätte ich jetzt gesagt, es ist schon schlau, das Buch hier zu lassen. Weil es sollte nicht unbedingt nass werden, aber der Nate ist vorhin schon geschwommen. Also von daher macht das dahingehend keinen Sinn. Ich denke mal, er hat es in ein Tütchen reingesteckt, damit es nicht nass werden kann. Ja, ein deutsches U-Boot anscheinend. Ich hätte es jetzt nicht als deutsches U-Boot deklarieren können, ganz ehrlich. Aber okay, er hat es jetzt so erkannt. Er ist Schatzsucher, professioneller. Das heißt, er kennt sich mit solchen Dingen aus. Ja, man sieht einfach hier die Wassereffekte. Also, dass die Kleidung nass ist. Also, ich meine, falls die Leute, die damals das nicht so mitbekommen haben... Alter, müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Weil sie einfach noch zu jung waren oder warum auch immer. Also, spätestens daran seht ihr... Was das Spiel damals für Maßstäbe gesetzt hat in grafischer Hinsicht. Das war einfach nur der absolute Hammer. Ich habe mich, wie gesagt, erstmal nicht dran getraut. Es hat ein bisschen gedauert. Okay, das war nix. Aber als ich es dann wirklich probiert habe, dann... das war einfach nur genial, echt. Auch die Story natürlich ist auch der absolute Hammer. Also. Okay, warum stelle ich mich so doof an? Aber gestern Abend habe ich es auch erst beim dritten Anlauf... Entschuldigung. Geschafft, dann ist es zu hoch. So. Aha, okay. Geht doch, kein Problem. Hier ist auch nochmal so ein. Oder? Ah ne, da muss ich lang. Alles klar. Mhm. Ja, ich muss sagen, so diese Hangelei da, die sieht ein bisschen doof aus. Ja gut, natürlich von. Teil zu Teil wurde es natürlich besser. Da ich keine PS4 besitze, habe ich natürlich den vierten Teil noch nicht gespielt. Werde ich aber natürlich auf jeden Fall nachholen. Irgendwann werde ich mir die 4 holen. Das ist klar. Aber das Problem ist, ich habe einfach so viele PS3-Spiele. Ich weiß genau, welche ich mir jetzt die PS4 hole, werde ich nie wieder ein PS3-Spiel anfassen, höchstwahrscheinlich. Außer für Let's Plays vielleicht. Und das wäre sehr, sehr schade, weil ich besitze sehr, sehr viele Spiele. Und das wäre echt bedauerlich. Aber wie gesagt... Früher oder später werde ich es eh mein eigen nennen können und dann werde ich auch Uncharted 4 spielen und vielleicht auch... Da geht's tief runter. Ah, danke für den Tipp. Das eine oder andere PS4-Spiel Let's Play. Ich denke schon. So, hier rüber. Geht das? Ja, geht. Alles klar. Einfach diese Weitsicht. Gut, schau ich das mal an. Ich finde das einfach... sieht immer noch, das Spiel ist 10 Jahre alt. Aber ich finde, es sieht immer noch super aus. Wirklich, also... Ja, gut, klar, wenn man so... Ja, gut, ein bisschen... Ja. Aber wie gesagt, es sind 10 Jahre. Also, es gibt auch Spiele von 2012, die sehen deutlich bescheiden aus. Also, da haben die schon echt ganze Arbeit hier geleistet damals. Ich hatte damals auch meine Zweifel. Ich hab gedacht, oh, Naughty Dog, die machen ja Crash Bandicoot. Oh, das ist bestimmt so ein komisches Kinderspiel. Ja. Ich habe mich getäuscht. Naughty Dog hat ein bisschen mehr drauf, als nur lustige, bunte Jump-Runs zu machen. Macht das Sinn, was ich hier mache? Das macht keinen Sinn. Achso, ich kann auch... Ah, okay, gut. Alles klar. Nate, ja, man kann sagen... Dort kannst du dich wohl direkt ins U-Boot fallen lassen. Okay, machen wir.
Also man kann wohl sagen, 40% des Spiels bestehen aus Ballern und 60% bestehen aus solchen Kletter- und oder Sprungpassagen. Sehr witzig. Ja, das ist aber eine berechtigte Frage, ganz ehrlich. Das ist schon nicht schön. Was meint ihr, wie es hier drin okay. stinkt? Bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut und Suppe. Was? Ja, das hab ich mir auch gedacht. Ich sage, der Humor von ihm ist einfach so genial. Also ich wäre jetzt hier nicht zu Scherzen aufgelegt, ganz ehrlich. Aber gut. Oh, wie eklig sich das Rad bestimmt anfühlt. Oh, ich ekel's. Also man muss ja jetzt hier verschiedene Tastenkombinationen quasi drücken. Was meint ihr, wie es da drin stinkt?